Meine Clasher-Freunde, hier ist wieder King O und ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Folge Loot of the Week. Wir haben ein Viertel von der 100 voll, also richtig, richtig geil. Vielen Dank, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und Loot of the Week schaut. Und ja, was soll ich sagen, schaut hier, mittlerweile ist Loot of the Week, ja, hat sich doch schon ganz gut in der YouTube-Szene etabliert, denn es gibt schon erste Nachahmer. Loot der Woche, hier Folge 3 schon, präsentiert von Fleoneo. Er hat, glaube ich, vor 3 Wochen angefangen mit Loot der Woche. Schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Vielleicht findet ihr da auch gute Loot-Fights. Und Fleoneo, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Format. Ich würde sagen, wir quatschen hier nicht lang und ich habe nämlich wieder 5 spannende Kämpfe vorbereitet. Wir starten direkt los mit dem ersten Fight und los geht's. Jo, und der erste Fight ist von Ghostbusters. Ghostbusters hat 5 Fights diese Woche geteilt und er hat ein bisschen Glück, denn das war sein stärkster Kampf. Er greift hier mit Only Goblins an. Es wurden leider nicht ganz so viele. Es gab schon mal erfolgreichere Wochen. Ihr hattet schon mal ein paar mehr Videos geteilt. Diese Woche waren es leider nur 15 oder 14 Stück in dem Dreh. Und waren nicht ganz so gute Lootfights dabei. Und wo wir schon gerade mal dabei sind, es teilt ein gewisser Full seine Defense-Videos immer. Es geht in Loot der Woche oder beziehungsweise Loot of the Week geht es darum, natürlich die Angriffe zu teilen, die man findet und da den Loot, den man dort einsackt. Und damit, lieber Full, kommst du nicht ins Video, nur namentlich einmal erwähnt. Trotzdem vielen Dank, dass du aufmerksam meine Videos schaust und ja, immer mit dabei bist und mitmischen willst. Finde ich auf jeden Fall cool und dafür bekommst du von mir ganz einfach einen Daumen hoch. Und wir sehen hier, ja, Ghostbusters setzt einfach seine Goblins wahlweise mal hier, mal dort, um die Minen und Sammler, die hier mächtig, mächtig voll sind, zu leeren. Und das ist ihm unten ganz gut schon gelungen mit dem König, dann oben links und rechts auch ein paar Goblins gesetzt, kommt dann jetzt hier schön in die Mitte rein, ist natürlich auch schwierig, so eine, ich sag jetzt mal, Schneckenhaus-Base oder wie auch immer, dann damit ins Innere zu kommen. Gelingt ihm allerdings hier eigentlich ganz gut und ich vermute mal, dass er, ja, Level oder Rathaus Level 8 ist. Ist hier im Clan Deutschlands 1. Du warst zwischendurch noch in vielen anderen Clans. Und unter anderem warst du in Mr. Mobile Fanboy Ghostbusters. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das heißt natürlich, dass auch, ja, Loot of the Week bis zu Fred vorgedrungen ist. Finde ich sehr, sehr cool. Daumen nach oben auch dafür. Und er sagt hier für Platz 5 diese Woche 304.000 Gold ein und 347.000 Elixier. Herzlichen Glückwunsch dir dazu. Und wir machen direkt weiter. Ja, wie soll es anders auch sein? Die Champs Factory ist natürlich auch wieder mit dabei. Vielen Dank, dass ihr bei der Premierenfolge Nummer 25, beziehungsweise die 25. Folge, dass ihr dabei seid und eure Fights geteilt habt. Und Heni ist, glaube ich, neu, deswegen auch nochmal ein herzliches Willkommen hier bei Loot of the Week. Vielen Dank, dass du deinen Fight teilst. Und er ist hier auf jeden Fall, wie es für die Champs Factory sich gehört, in Champ unterwegs. Findet hier einen, ja, aktiven Gegner, der allerdings doch relativ volle Minen und Sammler hat. Die Bohrer unten schön in einer Reihe stehend. Ich hoffe, er kann sie komplett mitnehmen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind hier 6400 Dunkles möglich. Das ist ja heute reinster Wahnsinn, ja, das ist ja wirklich richtig, richtig gut. Greift hier mit Go-Wipe sehr schön an, kann bis in die Mitte durchdringen. Der Single-Inferno kann da den König relativ leicht ausschalten, schaltet jetzt wahrscheinlich auch die Queen aus, ja, die ist platt. Er hat seine Clanburg noch unten, hat der eine Magier dort schon gut aufgeräumt und die ganzen, ja, dunklen Bohrer vernichtet oben. Der kleine Bohrer kämpft jetzt noch mit der Mine, Goldmine dort oben. Ein paar Truppen hat er noch, ein Blitzspell hat er noch, seine Clanburg hat er auch noch. Da räumt er natürlich unten auf jeden Fall dort die Goldmine noch auf. Und dann steht unten links noch eine Goldmine, oben rechts steht auch noch eine Goldmine. Mal gucken, was er macht, wie er es macht.
Aber ich vermute mal, er setzt die Clanburg. Das war natürlich nicht ganz so clever, weil dann hat er wahrscheinlich den Minenwerfer dort übersehen. Es kommen allerdings noch ein paar Magier raus, die dann dort die Goldmine noch mitnehmen. Nein, nehmen sie nicht mit, denn sie werden abgelenkt von der Queen. Ja, und somit war es das. Ein bisschen hat er liegen lassen, 150 knapp von beidem, aber konnte immerhin 3600 Dunkles einsacken. 10 Pokale ist natürlich in Champ immer gut. 290.000 Gold, 482.000 Elixier, der Bonus obendrauf. Und da ist man dann schon locker bei fast einer Million, wenn nicht sogar einer Million. Und herzlichen Glückwunsch, Heini oder Heni, zu Platz 4 diese Woche. Und wir machen direkt weiter mit Greenlock und Klaas, beziehungsweise Klaas aus Greenlock. Und er findet hier einen relativ inaktiven Gegner, der wahrscheinlich immer von unten links angegriffen wurde. Denn wie man hier so schön sieht, der X-Bogen ist leer, der untere. Und auch der etwas linke Inferno Tower ist auch leer. Wobei der rechte Inferno Tower und die X-Bögen oben voll sind. Er greift hier mit Lunien an. Und hier bei den Loons unten links kann man sehr schön sehen, wo der Luftfeger aktiv ist. Früher haben, sage ich jetzt mal, wenn dahinter noch eine Luftabwehr steht, was hier der Fall ist, 4 bis 5 Loons, ja, haben ausgereicht, um dort den Bogenturm niederzukriegen. Und das ist jetzt, er hat hier 5 Loons gesetzt, nicht mehr möglich. Also der Luftfeger ist doch schon ziemlich, ziemlich stark und wird von einigen unterschätzt. Und ich kann auch gerne mal ein Base-Build für Rathaus Level 9 machen, wie man den Luftfeger wirklich gut und aktiv in Szene setzt. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr mal wieder ein Base-Building-Video von mir sehen wollt für Rathaus 9. Mache ich sehr, sehr gerne. Für Rathaus 10 ist es mir natürlich leider noch nicht möglich, aber es gibt ja auch noch genug andere YouTuber, die hier unterwegs sind und Basebuilding-Videos machen. Ich glaube, sogar Tobi Kaiser oder so ist auf jeden Fall da auch sehr, sehr aktiv, wenn nicht sogar auch Fred, also Mr. Mobile Fanboy. Und ja, auf jeden Fall, er macht es hier sehr, sehr gut, so wie ich es liebe, mit Lunien zu fighten. Die Loons vorne wegschicken, Bogentürme ausschalten und dann können die Minions ganz einzeln und ganz entspannt locker die Gebäude wegsnacken. Und das hat er da auch richtig gut gemacht mit dem Rage-Spell. Erst 2 Loons für die Kanone, dann 2 Loons für den Bogenturm. Der war alles war abgelenkt. Und dann kann er ganz entspannt dort nochmal 2 Loons für den anderen Bogenturm reinschicken und mit den Minions hinterher alles schön wegsnacken. Also richtig guter Lunien-Fight. Klaas weiß auf jeden Fall, was er macht. Klaas der Echte, so hat er sich genannt, als er das Video geteilt hat. Und ja, sehr cool. Auch hier den Rage perfekt gedroppt. Die Loons sind dauerhaft unter dem Wutzauber, beziehungsweise im Wutzauber drin, richtig, richtig gut gemacht. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt ein ganz klein bisschen vorgespult, weil es ist jetzt nicht so mega spannend, wie die Minions dort die einzelnen Gebäude wegsnacken. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Aber er holt auf jeden Fall hier die 50%. Locker, locker. Er hat noch knapp 10 Minions übrig. Den Blitzwell hat er noch und auch den König. Der Luftfeger, der pumpt wieder. Und unten hat er jetzt den König gesetzt, um dann noch dort, ja, an die Elixierlager zu kommen. Und ich habe leider nicht vorgespult. Ist jetzt aber denn allerdings nicht ganz so schlimm. Die Minions hätte ich jetzt zum Schluss vielleicht gesetzt, wenn der König dort noch in die Mitte gekommen wäre, um dann vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher anzugreifen, damit die Defense quasi erst auf den König geht, dann auf die Minions. Aber ich glaube, es lag auch an der Zeit. Ja, es lag an der Zeit. Und er sagt hier 382.000 Gold, 469.000 Elixier ein, 3.700 Dunkles. Auf jeden Fall gerechtfertigter Platz 3 diese Woche. Und ja, wir machen direkt weiter. Und zwar, ja, Baruma. Baruma ist auch wieder dabei von der Champs Factory. Vielen, vielen Dank, dass du in so vielen Videos mitmachst. Leider nur Platz 2 diese Woche. Aber ich denke mal, der Platz 1 wird dir oder wird euch auch gefallen. Baruma aus der Champs Factory. Und ja, wie immer mit Bogen und Barbaren unterwegs. 4 Blitzbells und der Clanburg. Entweder sind die Helden gerade im Ausbau oder ja, sie schlafen gerade, weil du einfach mal wieder so heftig viel angreifst. Und ich habe natürlich den Besuch, den ich euch angeboten habe, nicht vergessen. Ich komme definitiv vorbei. Ich wollte auch, das ist eine kleine Ankündigung hier, ich wollte diese Woche auch eventuell einen 2 bis, ja, 3 oder vielleicht auch 4, je nachdem, wie ich Bock habe, einen Stream mal wieder auf Twitch machen und vielleicht baue ich dort den Besuch in die Champs Factory mit ein. Das wäre natürlich, denke ich, eine gelungene Abwechslung zwischendurch, einfach mal in die Champs Factory zu joinen und ein paar Truppen zu spenden, vielleicht auch ein bisschen mit anzugreifen oder ein paar CW-Videos zu zeigen. Je nachdem, ich habe es wie gesagt nicht vergessen, schau auf jeden Fall vorbei. Und ja, Baruma hat auf jeden Fall gut abgeräumt hier, außen schön die ganzen Gebäude weggeräumt.
Und nimmt ihr das Rathaus noch mit? Das wäre natürlich richtig cool, denn 75.000 lassen sich nicht oder sollte man sich nicht lumpen lassen mit in der mit dem Ligabonus. Schafft hier das Rathaus nicht ganz. Ach genau, und dann blitzt er jetzt wahrscheinlich etwas. Das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Ja, eine Heldenplattform, denn der Blitz, der hier 22.000 kostet, ist natürlich locker wieder mit dem Liga-Bonus reingeholt. Und Platz 2 diese Woche mit 580.000 Gold, 452.000 Elixier, 2.700 Dunkles, 11 Pokale. Herzlichen Glückwunsch, Baruma und der Gems Factory. Und ja, ich meine, ne, wie soll es anders sein? Futz, Futz ist mit dabei, auch aus der Gems Factory. Findet hier ja auf Meister 1 einen sehr, sehr ja, leichten Gegner mit so viel Loot: 535.000 Gold, 606.000 Elixier und 2000, knapp 2500 Dunklem. Kann hier mit Lavalunien locker, locker reingehen, denn das war wirklich ein gerushtes Rathaus 9, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So wie die Bogentürme aussehen, wie die Magiertürme aussehen, wie eigentlich die ganze Defense aussieht. Unfassbar gerusht, trotzdem ziemlich hoch. Der Zoltron aus Thomas oder Thomas B1. Ja, ist natürlich hier kein Problem für die Loons und auch für die Lavahunde, die sehr gut platzen. Ich glaube, zwei Lavahunde hat er mit dabei gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Helden natürlich auch mit dabei. Clanbug wird er wahrscheinlich nicht einsetzen, wäre auf jeden Fall, denke ich, verschwendet. Die Minions und die Lava-Welpen snacken hier alles richtig schnell weg. Ich glaube, das war eine Minute Fight. Und für eine Minute richtig, richtig geiler Loot. Also, das kann man natürlich auch bei der Championsjagd immer gut gebrauchen, wenn man natürlich nicht immer hundertprozentig in Gems investiert. Und somit Platz 1 diese Woche: Futz aus der Gems Factory. Der Loot hatte ich gerade schon gesagt: 535k Gold, 637. K-Elixier und 2000, rund 2500 Dunkles mit dem Liga-Bonus dazu. Richtig, richtig geil. Jo, und das war Loot of the Week 25 diese Woche. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob diese Serie weitergehen soll. Dazu müsst ihr natürlich weiterhin aktiv bleiben und in Replays for YouTube. Hier seht ihr es nochmal. Bookmarks. Ich hoffe, ich habe es jetzt bei meinem King-Account. Ja, natürlich. Replays for YouTube. Müsst ihr natürlich weiter ordentlich, ja, fleißig Fights teilen. Schreibt mir mal in die Kommentare auch, wie ihr das, ja, ich sag mal, kleine Intro fandet, was jetzt noch vor den Kämpfen kommt. Soll ich das weiterhin machen? Wie fandet ihr das? Soll ich es vielleicht abändern oder einfach so bleiben, wie es ist? Und ja, damit bedanke ich mich für ein relativ kurzes Loot of the Week. Sonst immer so 12, beziehungsweise 14, 15 Minuten, heute 13 Minuten und King O ist raus. Ich wünsche mir natürlich noch einen Daumen nach oben und ein Abo von euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.